Für diese Maschine hatte der Kunde die Aufgabe, eine möglichst kurze Maschine, die Backwarenprodukte einsammelt. Die Backwarenprodukte kommen allerdings auf einem sehr breiten Band an, und zwar 1600 mm breit. Ich bin Dirk Andrich, ich bin im Verkauf Gruppenleiter für die Bereiche Südeuropa und Osteuropa. Das ist Schweiz, Italien, Balkan und Nahost. Es geht also um die Verpackung in solche Trays, wo die Produkte in verschiedenen Orientierungen und Abzählungen dann abgepackt werden. Und da hat sich dann herausgestellt, dass wir mit unserer Lightline, das ist unsere neue vorkonfigurierte Maschine, also eine von diesen vorkonfigurierten Maschinen, diese Aufgabe perfekt lösen können. In diesem speziellen Fall hat ja der Kunde eine möglichst kurze Maschine gesucht, weil einfach mehr Platz nicht in der Halle vorhanden ist. Und durch den Einsatz des Delta-Roboters in diesem Fall konnten wir 1 Meter in der Gesamtlänge sparen. Durch den 3D-Scanner, wo ich also die Höhe mit etwa 1/2 Millimeter Genauigkeit erfassen kann, kann ich natürlich sehen, fehlt der Keks oder fehlt die Creme, weil einfach ein Höhenunterschied vorhanden ist. Auch wenn das Produkt von oben perfekt aussieht, kann ich sehen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Produkt ist. Und eben das Ganze auf einer Bandbreite von 1600 mm und wenn man es ausreizen will, bis zu 8000 Produkte pro Minute. Ja, also in der Mitte sehen wir das Produktband. Die Produkte laufen in diese Richtung hinunter. Und im Gegenlauf, also genau entgegengesetzt, werden die Trays jetzt hier entstapelt, in der Kette abgelegt durch diesen Dreiachsroboter, der die Trays vom Magazin nimmt, schwenkt und absetzt. Die Kette läuft also mit kontinuierlicher Geschwindigkeit, gesteuert durch die Roboter, vorwärts. Und während die Trays hier vorwärts laufen, legen die Roboter nach und nach die Produkte ein, nehmen sie also mit Saugern einzeln auf, orientieren sie richtig und lege sie dann ins Tray ab. Dann laufen die Produkte in diese Richtung raus und der letzte Roboter ist der Master. Der muss dann sicherstellen, dass das Tray garantiert voll ist. Die Trays, die voll werden müssen, sind an der Quelle des Produktes. Und das Produkt, was eventuell hinten rausläuft, das muss garantiert verpackt werden können. Das braucht ein leeres Tray und das ist so das Prinzip des Gegenlaufs. Hier sehen wir die Transportkette, das ist also der Antrieb. Das sind die Auslaufriemen, wo die Trays dann herauslaufen und die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit dann das Tray schon schräg stellen, damit es letzten Endes dann längs aus der Linie herausläuft. Ich muss lediglich bei einem Formatwechsel eventuell den Sauger wechseln am Roboter oder das Werkzeug am Trayenstapler. Die Lightline ist genauso wie alle anderen Maschinen ab sofort mit dem GS-Gate ausgestattet. Das GS-Gate erlaubt die Verbindung der Maschine mit dem Internet oder mit dem Kundennetzwerk. Und neben den Aufgaben des Datenaustausches will man auch eine Sicherheit haben. Es ist also eine sehr wichtige Aufgabe, die Maschine sozusagen online zu haben, aber gleichzeitig vor Viren zu schützen oder das Kundennetzwerk vor Viren zu schützen, ja, weil eine permanente Kommunikation stattfindet.